Ja, vielen Dank für die netten Worte, lieber Alex. Ich muss jetzt mir Mühe geben, die angesteckten Erwartungen hier nicht ganz zu enttäuschen. Aber ich muss mich auch nochmal bei dir bedanken vorab für die Anstrengung, die du in dieses Projekt investiert hast. Denn ohne dich und deinen Mut, das Ganze einfach anzugehen und ohne deine unermüdliche, aber auch gelassene Zuversicht hätte es dieses Projekt nicht gegeben und vor allem nicht in dieser hohen fachlichen Qualität gegeben. Und auch Ihnen, liebe Frau Gelbrich, nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung an diesen Ort, der ja inzwischen wirklich schon so etwas wie eine Außenstelle der Dresdner Frühen Neuzeit geworden ist. Ich bin immer wieder gerne hier und sehr verehrte Damen, meine Herren, ich freue mich zum Anlass dieser heutigen Vernissage Ihnen hier im Ostgebirgsmuseum etwas erzählen zu dürfen, was Ihnen einen nicht ganz unbedeutenden Aspekt der Regionalgeschichte hoffentlich etwas näher bringt. Denn auch wenn die Pest in der Frühen Neuzeit ein europäisches Phänomen war, traf sie überall auf spezifische lokale Bedingungen. Und ich habe das mit dem Titel Spuren des Sterbens überschrieben, weil es diese kohärente Geschichte der Pest im sächsischen Erzgebirge, überhaupt im Erzgebirge, Alex hat das gerade schon angesprochen, noch nicht gibt. Und ich werde sie Ihnen auch heute Abend nach einem reichlichen Jahr mehr oder weniger intensiver Forschung nicht bieten können, sondern ich möchte mich mit Ihnen auf Spurensuche begeben. Nach Zeugnissen, die uns etwas über das damalige Geschehen zu sagen haben, über die Wahrnehmung der Menschen, ihr Verhalten gegenüber der Pest und eben gegenüber jener Situation des alltäglichen, wenn auch nicht immer Massensterbens. Ich möchte deshalb keine Worte verlieren über die Pest allgemein. Das konnten Sie in der Ausstellung, in den wunderbaren Texten aus der sachkundigen Feder von Claudia Küttner nachlesen, bei der ich mich auch nochmal in Abwesenheit ebenso wie bei Sascha Kämmerer für die positive Zusammenarbeit in der Entstehung dieser Ausstellung bedanken will. Sondern ich möchte vielmehr mit Ihnen einige Orte streifen und dort exemplarische Berichte, mitunter auch Anekdoten hören. Und dabei werden wir einiges Fremdwirkende, aber sicher auch einiges recht Vertraute bemerken. Wir werden immer wieder die Grenzen bei der Umsetzung von Regelungen sehen. Wir werden zwischendurch auf Hühner und Gänse stoßen. Und wir werden am Schluss auch erfahren, meine Damen und Herren, was ein Lauensteiner damals zur Pest zu sagen hat. Ein Spezifikum des Osterzgebirges war die Gefahr, die aufgrund der geografischen Situation sozusagen von zwei Seiten drohte. Einerseits bestand die Grenzlage zu Böhmen. Und die Handelswege, die aus dem Böhmischen kommen, zum Beispiel nach Leipzig, verliefen quer durch das Erzgebirge. In diesem Kartenausschnitt sehen Sie die Hauptverkehrswege im späten 17. Jahrhundert. Und da sind schon einige, die mitten durch den osterzgebirgischen Raum führten. Die Kontrolle von Gebirgspässen war daher auch stets eine der ersten Maßnahmen, die mancherorts recht, mancherorts schlecht umgesetzt wurde. Konkret sollte das so aussehen, dass Durchreisende bzw. durchreisewillige Personen Pässe vorweisen mussten, sogenannte Fehden, auf denen zum Beispiel vom Bürgermeister ihres letzten Aufenthaltsortes bestätigt wird, dass es sich um einen reinen Ort handelt. Der ist jetzt nicht aus dem Osterzgebirge, sondern aus Chemnitz, deshalb gehe ich darauf nicht ein. Aber es gab allenthalben solche Vordrucke, in denen man die Namen, manchmal auch eine knappe Beschreibung der Personen eintragen konnte und die man zumindest die Bestätigung der Obrigkeit nach vorweisen musste, wenn man eine solche Straße bzw. einen Gebirgspass passieren wollte. Darüber hinaus war das Osterzgebirge auch aufgrund seiner Grenzlage, auch vom Angriff der kaiserlichen Truppen auf Kursachsen während des Dreißigjährigen Krieges besonders stark betroffen. Zum Beispiel wurde Bernstein am 21. August niedergebrannt. Und diese Kriegsläufe von August bis Dezember 1632 verstärkten die Ausbreitung der Pest in vielerlei Hinsicht. Wenngleich man sagen muss, dass die Pest mancherorts schon vorher da war. In Colmitz war beispielsweise schon Mitte Juli der Pfarrer Georg Trübsbach daran gestorben, dem in der Gemeinde angeblich über 960 Menschen bis 1633 gefolgt sein sollen. Aber nicht nur Handel und Kriegshändler, auch Arbeitsmigration spielte sich in der Grenzregion. Anna-Maria Zierert aus Altenberg besuchte Anfang Mai 1680 das böhmische Graupen, heute Krupka, wo ihr Ehemann Johann Georg damals arbeitete. In Böhmen herrschte bereits die Pest und prompt steckte sie sich an.
Der Mann ließ sie in ihre bisher verschonte Heimatstadt verbringen, wo sie allerdings verstarb, noch bevor sie sich einquartieren konnte. Er musste sie selbst auf den Gottesacker bringen und dort begraben. Durch den sofortigen Tod der Frau konnte diesmal die Ausbreitung der Pest in Altenberg abgewendet werden. Doch in den meisten Fällen blieb die eingeschleppte Erkrankung zunächst unentdeckt und konnte sich so im Mund verbreiten. Das galt natürlich auch für andere Infektionsherde, denn die relative Nähe bestand andernteils auch zu Dresden. Dresden war Zentrum nicht nur, aber vor allem des Handels. Das Reisen in die Residenzstadt, um auf den Märkten Waren, vor allem Lebensmittel abzusetzen und auch einzukaufen, war aus wirtschaftlichen Gründen für viele unabdingbar. Deshalb wurden die ersten dortigen Pestfälle im Juni 1680 auch den meisten Menschen noch keinen Anlass, den Besuch der Stadt zu unterlassen. Aus Sicht der Zeitgenossen mit schweren Folgen. Der Pretschendorfer Pfarrer Adam, der uns heute den kompletten Abend über begleiten wird, fand es denkwürdig, dass ehe Dresden angesteckt wurde, nicht das Geringste im ganzen Lande zu hören war. Sobald aber in Dresden es anging, so wurde diese Seuche überall geschwinder ausgebreitet, da denn unachtsame, eigennützige Leute mit Kleidern und anderen gekauften Sachen es ganz leichtlich fortgeschleppt. Und selbst im Sommer desselben Jahres, als die Pest dort im vollen Gange war, also in Dresden, setzte sich so mancher über dezidierte Verordnungen hinweg, dann wenigstens ausschließlich auf dem ihm zugewiesenen Platz auf dem Markt zu verbleiben. Der Quedlinburger Amtmann musste daher beispielsweise am 13. September berichten, dass die Ehefrau eines Zimmermannes namens Christoph Specht aus Hintergersdorf, nachdem sie ihre Butterofen angewiesenen Plätze des alten Marktes nicht verkaufen können, sich in die Häuser begeben und krank herausgekommen, woran sie gestriges Tages gestorben. In diesen knappen Schilderungen wird bereits deutlich, wie die Pest in eine Lebenswirklichkeit direkt hineinwirkte. Selbst die heftigsten Pestausbrüche schafften es nicht, im luftleeren Raum geschichtsmächtig zu werden, sondern äußerten sich ganz konkret in der Interaktion der historischen Akteure. Mir geht es also im Folgenden um eine Alltags-, aber auch um eine Verwaltungsgeschichte der Pest. Dass man beides nicht so leicht voneinander trennen kann, liegt in der Quellenlage. Genauer gesagt daran, was und wer Quellen produziert. Von Momenten des Alltags zu Pestzeiten erfahren wir nämlich meist dann, wenn konkretes Verwaltungshandeln darauf bezogen war und darauf reagierte. Hier gab es verschiedene Ebenen, auf denen Verordnungen erlassen oder Maßnahmen getroffen werden konnten. Jedes Kurfürsten, einschließlich des landesherrlichen Verwaltungsapparates, jeder Amtleute und Schösser und andere lokale Beamter, auch die einer Grundherrschaft in der Stadt jedes Rates, bis hin zu den Pfarrern, die mit geeigneten Maßnahmen die geistliche und seelsorgerische Versorgung gewährleisten mussten, aber auch die Verstorbenen zu registrieren. Aufgrund dieser disparaten Quellenlage war es eine der, wie ich finde, besten oder vielen guten Ideen von Alex Kästner, die Ausstellung mit einer Station über die Überlieferungssituation zu beginnen, die vor allem die Frage adressiert, auf welche Quellen können wir überhaupt zurückgreifen, wenn wir etwas über das Geschehen in der frühen Neuzeit herausfinden wollen. Denn dabei wird außerdem deutlich, dass sich in dieser Überlieferung selbst das Profil der Epoche gleichsam spiegelt. Die europäische frühe Neuzeit, also die drei Jahrhunderte zwischen Reformation und Französischer Revolution, wird häufig charakterisiert als eine Epoche des Übergangs zwischen Mittelalter und Moderne. Und das ist auch wirklich nicht falsch, wenngleich eine solche modernisierungstheoretische Perspektivierung natürlich ihre Grenzen hat. Aber es zeigt sich durchaus an vielen Gegebenheiten, dass nebeneinander von Neuem und von Altem und Neuem, wie es der frühe Neuzeithistoriker Winfried Schulze ausgedrückt hat. Und eines der Charakteristika dieses Übergangs ist für ihn die Entwicklung des modernen Staates. Es bildete sich eine zentrale Verwaltung heraus, die auch mit Hilfe eines anwachsenden Beamtenapparates darauf aus war, einheitliche Vorschriften und ein einheitliches Rechtssystem zu etablieren. Die Ausdifferenzierung von Verwaltungsbehörden, hatte dabei zur Folge, dass immer mehr Lebensbereiche bürokratisch durchdrungen wurden. Und zwar bürokratisch im neutralen Sinne, also so wie es eigentlich sein soll. Das heißt, es wurden seitens der Obrigkeit Anstrengungen unternommen, dieses Verwaltungshandeln effizient zu machen, um effektvolle Maßnahmen zu ergreifen. Und dabei ist das 17. Jahrhundert, um das es hier gehen soll, sozusagen die frühe Neuzeit der frühen Neuzeit, also das Jahrhundert, in dem diese Entwicklungsprozesse am rasantesten vonstatten gingen. Und das äußerte sich unter anderem als wesentlichen Bestandteil in einem veränderten Gerichtswesen,
das zum Ziel hatte, möglichst umfassende und valide Informationen über die Situation im Land und in den einzelnen Orten zu erlangen. Und das dabei schrittweise verfeinert wurde, wie sich an der Berichtslage über die Pest im Kurfürstentum Sachsen ablesen lässt. Für die Pestwellen in den 1620er und 30er Jahren haben wir für das Kurfürstentum detaillierte obrigkeitliche Berichte nur aus wenigen Städten wie der Residenzstadt Dresden, der Messestadt Leipzig oder der Nebenresidenz Torgau. Als aber 1680 wieder eine Pest ausbrach, an der Ende August auch Kurfürst Johann Georg II. Verstorben war, ordnete sein Sohn und Nachfolger Johann Georg III. Von den Orten, da die Kontagion allbereit eingerissen, die Einsendung und Bestellung der untertänigsten Berichte so viel möglich mit Spezialinsationen der in Dörfern oder Städten sich gegenwärtig befindenden infizierten Personen und Häusern. Und zwar so lange, bis sich die Zustände gebessert hätten. Damit sollte es erstmals ein umfassendes Berichtswesen, eine Bestandsaufnahme für ganz Kursachsen geben, auch und vor allem für den ländlichen Raum. Und die genannten Spezialinsertionen, also außerordentlichen Einreichungen, sollten bestenfalls genaue Aufstellungen über die einzelnen Pestinfektionen in den jeweiligen Orten bieten. Verantwortlich dafür sollten die Beamten und Schössern in den Ämtern zeichnen. Also Sachsen war seit dem späten Mittelalter in Ämtern organisiert, die für verschiedene exekutive und teilweise auch judikative Aufgaben zuständig waren. Und der Verwalter eines solchen Amtes war der adlige Amtmann, der bei Abwesenheit durch den Schösser vertreten wurde. Und einer der beiden sollte aus dem jeweiligen Amt berichten. Mit diesem dichten Bild über die Lage vor Ort sollte eine Grundlage bereitstehen, und zwar anders als die ausgestreuten Gerüchte, eine verlässliche Grundlage. Um so viel menschliche Vorsorge zu tun vermag, diesfalls zeitliche Anstalt zu machen, also um möglichst adäquate, effektive Maßnahmen zu veranlassen. Dabei galt nicht zuletzt das Prinzip Versuch und Irrtum. Man lernte vor allem aus Misserfolgen. Wert gelegt wurde deshalb auf eine möglichst schleunige Einsendung der Berichte in kurzen, nämlich wöchentlichen Abständen. Das hier konzipierte Berichtswesen im Zusammenhang mit der Pest war zweifelsfrei ein Novum. Auf dieser Grundlage können wir die lokale Entwicklung des solchen Geschehens nachvollziehen. Auch regionale Schwerpunkte lassen sich so gut identifizieren. Insbesondere ist es auch möglich, den Stadt-Land-Unterschied zu quantifizieren. Wir haben das in der Ausstellung zum Teil getan. Allerdings, und jetzt kommt das Aber, waren die im 17. Jahrhundert eingelieferten Reporte von sehr unterschiedlicher Qualität und nur bedingt einheitlich. Eine solche Formulierung wie so viel möglich im kurfürstlichen Einschreiben, die vielleicht gerade schon aufgefallen war, deutet das bereits an, und auch das ist typisch für die frühe Neuzeit, viel beruhte bei einer bürokratischen Direktive auf demjenigen, der sie ausführte. Und so hing inhaltliche Breite und Tiefe der Berichte von der Akribie des Berichterstatters ab. Denn es existierten keinerlei Formulare, nicht einmal nähere Bestimmungen über die zu machenden Angaben. Es gab sehr eifrige Amtmänner, auch im Erzgebirge, etwa in Grünland oder Wolkenstein, die die geforderten Berichte sehr akkurat und penibel einreichten, aber auch das Gegenteil. In vielen Ämtern ist die Berichtslage, muss man sozusagen, defizitär. Das muss man nicht ausschließlich einer möglichen Nachlässigkeit der Amtsträger zuschreiben, sondern vor allem auch den für neuzeitlichen Kommunikationsbedingungen in Rechnung stellen. Also es war also nicht so, dass man einfach auf Twitter posten konnte, bei uns ist gerade die Pest ausgebrochen, sondern es war eben grundsätzlich so, dass die für neuzeitliche Gesellschaft noch sehr stark auf Anwesenheitskommunikation fußte. Und in Pestzeiten, wo der persönliche Kontakt ohnehin schon eingeschränkt war, was aber auch den Postverkehr betraf, denn auch Briefe galten als potenziell Giftpfand und damit ansteckend, da war es umso schwieriger, über bestimmte Distanzen zu kommunizieren. Und besonders Orte, die in der Peripherie eines Amtes lagen, liefen deshalb Gefahr, wenig Berücksichtigung zu finden. Und damit sind wir in Lahnstein. Die Stadt, die zudem noch nicht amtsässig war, also nicht dem Amt selbst unterstellt war, sondern, das wissen Sie alle, zur Herrschaft des Schriftsässigen, das heißt dem Landesherrn unmittelbar unterstellten Ritterguts gehörte, taucht in den Berichten des eigentlich zuständigen Amtmannes von Pirna, Kaspar Hütter, nicht auf, obwohl es als sicher gelten kann, dass es hier 1680, 81 zumindest einzelne Pestfälle gab. Ich werde Ihnen das gleich nachher beweisen. Unterrichtet darüber wurde der Amtmann jedoch offensichtlich nicht und proaktiv wurden keine Erkundigungen eingeholt. Wenn wir etwas über die Situation in der Lauensteiner Herrschaft erfahren wollen, müssen wir den Blick in die Berichte aus den benachbarten
benachbarten Amt Altenberg schweifen lassen. Hier habe ich in einem Schreiben des Amtverwalters Karl Zumbe, der von 1658 bis 1691 amtierte, einen Absatz finden können, in dem er sich über die herrensteinischen Untertanen äußert, und zwar, Sie ahnen es, nicht gerade positiv. Weil aber solches Amt Untertanen einzige Klage, also damit ist das Amt Altenberg gemeint, dessen einzige Klage und Besorglichkeit ist, dass denen lauensteinischen Untertanen zum neuen Geising keine obrigkeitliche Inhibition, also Einhaltung, die infizierten Orte mit Handel und Wandel zu meiden, jemals nachdrücklich getan wurden und sie daher ohne Scheu in großer Anzahl hin und her an infizierte Orte ihre Nahrung treiben, das zu besorgen sie nicht allein in ihren neuen Geising, so unter dem von Bühnau zum Lauenstein gehört, sondern auch euer kurfürstlich durchlauft Amstatt dein alten Geising zu allernächst daran liegend und in ein Kirchspiel gehören, endlichen, wie auch so dann das ganze Amt anstecken möchten, welches euer kurfürstlichen durchlauft, Aufhaben und Pflichten nach, ich mit untertänigst referieren und zu der gnädigsten Verordnung gehorsamst stellen wollen. Also ich paraphrasiere das nochmal kurz. Die Untertanen in seinem eigenen Amt, also Altenberg, seien besorgt, weil es den Untertanen in der Herrschaft Lauenstein, konkret in Neugeising, weil denen bislang keinerlei Verfügung erteilt worden sei, dass sie infizierte Orte meiden sollen, sodass sie nach wie vor trotz anderslautender kurfürstlicher Verordnungen in diese Orte reisen würden, um dort verschiedentlich Handel zu treiben, sodass sie leichtlich die Pest auch in die eigene Stadt einholen würden. Naja, selbst wenn, könnte man meinen, sollen sie mal machen. Das betrifft ja nicht das eigene Amt. Ja, also wenn das 1462 gegründete Neugeising war, wie Sie wissen, ja nicht nur eine eigene Stadt, sondern gehörte wie die Gesamtbesitzung der Bühners auf Lauenstein zum Amt Pirna und eben nicht zu Altenberg. Aber hier beginnt dann doch das Problem von frühneuzeitlichen Verwaltungseinheiten, die sich nicht selten überlappt haben, der politisch-administrativen Grenze zwischen Neugeising im einen und Altgeising im anderen Amt stand das gemeinsame Kirchspiel gegenüber, welches die Geisinger spätestens am Sonntag in der Kirche zusammenbringen sollte. Und bei dieser Gelegenheit bestand freilich die Gefahr, dass die ja wahrscheinlich infizierten Neugeisinger die noch nicht infizierten Altgeisinger anstecken und damit würde die Pest ja auf einmal auch im eigenen Zuständigkeitsgebiet zum Biss kassieren und sich schlimmstenfalls auf das gesamte Amt ausweiten. Naja, Zumbes Schreiben datiert auf den 11. Oktober 1680. Tatsächlich trat anderthalb Monate später die Pest in Geising auf, allerdings nicht wie von Zumbe befürchtet in Neugeising, sondern trotz aller so nachdrücklich umgesetzter Maßnahmen in Altgeising. Auskunft darüber bietet das Geisinger Kirchenbuch. Das verrät den 30. November Christina Mattes Jappelt, Hirtens in Altgeising, Tochter Ekates, also ihres Alters 9 Jahre. Dieses Mädchen ist also gestorben, das ist zunächst ein ganz normaler Begräbniseintrag. Aber dann können wir in einer Notabene lesen, es ward gemutmaßet, als ob dies Kind an der bösen Seuche der Pest gestorben, welches erleugnete und daher die Begräbnis erfolgte. Es gab also diesen Pestverdacht, aber man konnte nichts beweisen und bis dato war es ein Einzelfall, sodass ein reguläres Begräbnis stattfand. Allerdings, es starb bald den Dezember 1., das war ein Mittwoch, also hier dargestellt durch das astronomische Symbol für den Merkur, den Mittwoch drauf, wieder ein Kind, welches der Hirte selbst begraben musste. Es galt also nun nicht mehr der Grundsatz einmal ist keinmal, sondern zweimal ist einmal zu viel. Der Tod eines weiteren Kindes nur einen Tag nach dem Bekenntnis des ersten verstärkte in dieser dichten Abfolge nun den Pestverdacht enorm, sodass Maßnahmen getroffen wurden. Das war eben zunächst die Bestattung des Kindes durch den Vater selbst. Allerdings stand er zu befürchten, dass noch mehr Familienmitglieder infiziert waren, weshalb weitere Schritte als notwendig erachtet wurden. Und so hat der Rat in Altgeising ihm etliche Taler Geld gegeben, das er mit Willen auszogen, also damit er freiwillig wegzieht. Also wer sich noch an die Debatte um die Ausreiseprämie erinnern konnte, die wir vor einigen Jahren hatten, das gab es schon in der frühen Neuzeit. Es war nicht unüblich, dass verschiedene Obrigkeiten bestimmte Probleme in Gestalt von unliebsamen Personen aus dem eigenen Territorium gern wegschaffen wollten. Das kennen wir auch von der Strafe des Landes- oder Stadtverweises, bei der die einzelnen Städte und auch Staaten die verurteilten Straftäter einfach wechselseitig über die Stadt- oder Landesgrenze hinweg den Nachbarn vor die Tür gesetzt haben. In diesem Fall waren die damit aber auch nicht einverstanden. Denn, Zitat, man hat ihn, also den Hirten, an anderen Orten nicht einnehmen noch leiden wollen.
Und weil man die Familie eben überall abgewiesen hatte, musste er samt seinem Weib und Kindern wiederkommen und hat sich in Altgeising unten in eine Kochmühle einlogiert, wo er verstorben. Und nicht nur er selbst, sondern ihn gleich wieder ein Kind. Es sind also ihre vier in dieser Seuche in hiesiger Gemeinde gestorben, während sich die Mutter der Kinder und Witwe des Hirten noch daselbst aufhält und am Ende offenbar auch überlebt hat. Über dieses Auftreten der Pest schweigen die überlieferten Berichte des besagten Amtsverwalters von Altenberg. Die Mitteilungen darüber sind also im Kirchenbuch singulär überliefert und genauso schweigen, wie gesagt, die amtlichen Berichte aus Pirna über die Situation in Lauenstein. Werfen wir also einen Blick ins Lauensteiner Kirchenbuch für die Jahre 1680-81. Sie müssen das nicht lesen. Bis Ende November 1680 war nichts Auffälliges zu beobachten. Dass dann am 23. November die Ehefrau eines David Haberecht gemeinsam mit ihrem achtjährigen Jungen verstarb, mag man vielleicht noch als Zufall abtun. Jedoch begann kurz darauf eine Sterbeserie unter den Kindern von Elias Essler. Am 25. November starb sein Sohn, der von Falten am Rücken gebrechlich und sonst elend gewesen sein soll. Ihm folgten am 9. Dezember zwei Töchter, am 21. Dezember ein weiterer Sohn und bis zum Jahresende noch zwei Söhne, schließlich am 9. Januar eine Tochter. Diese Einträge sind recht enigmatisch, sie weisen nicht mal in allen Fällen die Namen der Kinder auf. Woher die rätselhafte Distanz zu den Verstorbenen kommt, ist unklar. Ich gehe aber davon aus, dass die Eintragungen dieser Zeit nicht vom Pfarrer selbst, sondern beispielsweise vom Schulmeister vorgenommen wurden. Die Betreffenden hier hat er dem Anschein nach sogar im Blog nachgetragen, was dafür spricht, dass er die Informationen nur im Nachhinein durch Hörensagen erhielt, weil er in diesem Zeitraum gar nicht vor Ort anwesend war. Bei der letzten verstorbenen Tochter ist vermerkt, dass sie Anna Maria heißen sollen. So hieß sie wohl auch tatsächlich, denn Essler hatte ein sechsjähriges Kind mit diesem Namen, aber ein Zeitzeuge hätte dies mit Sicherheit angeben können und keinen Modalwert benötigt. Deshalb spricht der Umstand, dass er hier, bis auf den etwas unklaren Hinweis auf die Falten am Rücken des ersten verstorbenen Kindes, keine Angaben zu den Todesumständen macht, nicht gegen die Pest als Ursache. Denn sieben verstorbene Kinder in reichlich sechs Wochen, das lässt sich ohne solche nicht mehr plausibilisieren. Ob es die Pest war, wird sich nicht abschließend klären lassen. Jedoch gerade der zeitliche und räumliche Zusammenhang, etwa zu den eben gesehenen Geisinger Fällen, macht das am wahrscheinlichsten. An dieser Stelle sei, wie bereits in der Ausstellung geschehen, darauf hingewiesen, dass es neben der Pest natürlich eine Reihe an weiteren Infektionskrankheiten gab. Am verbreitetsten war die Rote Ruhr mit den blutigen Durchfällen als namensgebenden Kennzeichen. Um 1680 habe ich hier noch keinen entsprechenden Fall in der Lauenstein-Gegend gefunden. So können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Fällen von der Pest ausgehen. Andernorts waren die Verfasser der Kirchenbücher seinerzeit weniger wortkarg als in Lauenstein. Sie müssen bei dieser Quelle Kirchenbuch bedenken, dass es zwar seit der Mitte des 16. Jahrhunderts Verordnungen gab, dass sie geführt werden mussten, allerdings kaum nähere Bestimmungen wie. Und das ist für uns kein Nachteil. Die freie Hand, die der Pfarrer oder ich würde die Führung der Bücher dem Schulmeister übertragen, und die freie Hand, die er dabei hatte, bot Raum für Bemerkungen, die weit über das Datenkorsett hinausgehen, welches zu späterer Zeit vorgegeben war und das wir heute aus dem Personenstandswesen kennen. Von Historikern wird dieses Potenzial immer noch unterschätzt. Also wenn Historiker zu Kirchenbüchern gegriffen haben, dann waren das meistens Sozialhistoriker, die bevölkerungsgeschichtliche Studien gemacht haben, also Geburts- und Sterbefälle gezählt haben und das sind verdienstvolle Studien, die dabei rausgekommen sind. Aber jene sozusagen prosaischen Schilderungen über lokale Begebenheiten, die sich eben nicht quantifizieren lassen, werden in solchen Erhebungen natürlich nicht berücksichtigt. Und sie werden von der Geschichtswissenschaft ganz allgemein, anders als übrigens von der Heimatgeschichte, oft übersehen. Solch einen Report nämlich überliefert uns der Pfarrer von Pretschendorf, Johann Samuel Adam. Er hat über mehrere Seiten im Kirchenbuch eine wahre Nachricht, wie es bei den Sterben, so sich im Jahr 1680 ereignet, hergegangen, den Nachkommen dienlich verfasst. Und zwar, Sie können das hier vielleicht erahnen in einer Schrift, die sich offenkundig besser zum Schreiben als zum Lesen eignet. Und ich möchte Ihnen aus diesem Bericht die ersten Passagen vortragen, weil sie wirklich exemplarischen Charakter haben, weil sehr viel dessen, was für das Kirchspiel Pretschendorf geschildert wird, sich auch anderswo ganz ähnlich vollzogen hat. Über den Beginn der Pest in Pretschendorf schreibt er Folgendes.
Anna Maria des Schäfers Christian Lempes Töchterchen war die erste Person, so an der giftigen Furchtseuche all hier in Pretschendorf verstorben. Wie sie zwar öffentlich begraben wurden, gleichwohl aber nichts Gutes ihrer Krankheit gewesen. Es wurde dieses Mädchen durch hartes Anregen des damaligen Schenkens Zacharias Kästners auf dem Felde erschreckt, dass die böse Krankheit mit zugeschlagen. Dahinter steckt die Vorstellung, dass wir, die wir bei ihm, bei diesem Pfarrer noch mehrfach hören werden, dass bereits der Schreck und die Angst die Pest bewirkt oder übertragen hätten. Und das Mädchen, heißt es dann, bekam große Hitze, fantasierte heftig und dachte, kein Mensch was Böses, meine, also des Pfarrers, junge Frau, das ist die Ehefrau, und Kinder sind aus Nachbarschaft des Tages viermal zu ihr hinübergegangen, auf dem Bette bei ihr gesessen, endlich aber weise des Kindes Mutter, meiner junge Frau, eine Beule, so sie in der Schoß gehabt. Und das wollte nun auf nichts Gutes deuten. Wir redeten aber einander es aus, vorgebend es von der schweren Not her rührte. Die schwere Not ist die Fallsucht, also die Epilepsie. Und als dieses Mädchen starb, ward es den 10. August mit Leichtpredigt öffentlich begraben. Die Eltern gaben eine Trauermahlzeit, wozu der Schulmeister Johann Glaser sich selbst einstellte. Dieses einander ausreden und das Vorgeben anderer Ursachen, das finden wir ganz häufig. Denn natürlich wusste man um die Konsequenzen, die es bedeutete, wenn man einen Pestfall in seinem Umfeld konstatieren musste. Ich glaube, da muss man zwei Punkte nennen, die nicht nur für die Pest gelten. Einerseits bestand die bewusste und auch berechtigte Sorge vor Isolation und Quarantäne, wenn man sich etwa in einem infizierten Haus aufgehalten hat. Wodurch man auch seinen wirtschaftlichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen hätte können und dadurch am Ende möglicherweise in Versorgungsnot geraten wäre. Andererseits wird man aber auch das Unbewusste nicht wahrhaben wollen, der Wahrnehmung solcher schwer erträgliche Realitätseindrücke einführen müssen. Die Psychoanalyse spricht an dieser Stelle vom Abwehrmechanismus der Verleugnung, mit der man sich gegen die Akzeptanz einer unangenehmen Wirklichkeit wehrt. Allerdings musste man schließlich dieser Wirklichkeit ins Auge sehen, denn des anderen Tages, wieder das Zitat unseres Pfarrers, kömmt die Rede, die Schäferin sei auch krank. Das vermehrte den Argwohn sehr. Man entschuldigte sie, es rühre aus großem Betrübnis her, weil diese Mutter ihr Töchterchen so heftig betrauerte. Sie lag in trefflicher Hitze, klagte Kopf und Rücken, damit ist es fast alle Infizierten ankommen, also davon waren fast alle Infizierten befallen. Der Mann begehrte bei mir, ich komme und sie berichten solle, das heißt, ihr das Abendmahl reichen und die Aussegnung am Sterbebett vollziehen sollte. Ich, wiewohl mir schon nichts Gutes schwanete, ging mit dem Schulmeister zu ihr und tat, was sie begehrte. Doch Gott sei Dank, ohne Furcht und Entsetzen, wie mich auch mein Gott gnädiglich behütet hat. Also da haben wir die Sache mit der Furcht wieder, die der Pfarrer eben nicht hatte, worüber er deshalb erleichtert war, weil Furcht ja, wie wir am Beispiel der Schäferstochter eben gesehen haben, zur Infektion führt. Das war jedenfalls eine verbreitete Ansicht. Es gab auch zeitgenössische Stimmen, die da skeptisch waren, zum Beispiel der bekannte Erzgebirgschronist Christian Lehmann, den ich hier wenigstens einmal erwähnen muss. Der schrieb in seinem historischen Schauplatz, er könne sich nicht bereden lassen, dass die ansteckende Seuche durch eine bloße Impression, Furcht und Einbildung anfalle. Sondern es brauche dazu einen subtilen Gift, Gift war damals noch maskulin, der in den Leib eindringe. Und dabei können nach seiner Auffassung Schrecken und Furcht zwar eine Rolle spielen, aber nur insofern, als dass die daraus entstehende Angst zu Schweiß führt und durch den schleichenden Gift die Poren eröffnet werden. Lehmann vertrat damit die Überzeugung, dass es bei der Ansteckung mit der Pest eines Überträgers unbedingt bedürfe. Das war eine durchaus fortschrittliche Ansicht, denn erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte der italienische Arzt Girolamo Fracastoro seine Theorie von der Kontagion entwickelt. Das wurde verwandt mit dem Kontakt. Es meint die Ansteckung durch Berührung mittels Krankheitsüberträger. Und diese Lehre brauchte lange, um sich durchzusetzen. Der eigentliche Durchbruch gelang ja erst im 19. Jahrhundert. Aber zurück ins Jahr 1680 zur Kranken Schäfersfrau in Pretschendorf. Sie starb des anderen Tages, wir ließen sie aber auch öffentlich mit Leichtpredigt begraben, doch wollten die Leute nicht gerne daran, also an dem toten Körper. Es war aber bei dem Schäfer zu Hause eine alte Magd, die böhmische Katharina genannt. Als sie heimkommt, beschicket sie die Leiche. Ich begegnete ihr damals, sagte zu ihr,
Sie sollte den Mund nicht über die Leiche halten, so sie auch versprach. Aus Furcht aber wird sie ebenfalls krank, wie auch der Schäfer selber. Darüber erschraken alle im Dorfe, dass uns der liebe Gott auch hier so unversehens heimsuchte. Diese Katharina stirbt den 23. Augusti, welches der Schäfer so alleine bei ihrem Haus war, den Nachbarn ansagt. Er, der Schäfer, legt sich gedachten Tages aus großer Krankheit nieder, lässt sich fast in 2 Tagen nicht sehen, da denn jedermann dachte, er auch verstorben werde. Die Obrigkeit lässt 2 Särge machen, wie auch 2 Gräber, um sie beide zugleich zu begraben. Den 26. August zielt er früher wieder zu dem Fenster heraus, ruft Leute und begehrt Essen. Wird auch der 2 Särge gewahr, so der Tischer des Abends zuvor vor das Brauhaus gesetzt und spricht: Sie haben ja meinen Sarg, mich auch schon gemacht haben. Hat ihn also Gott wunderlich erhalten und lebt, solange Gott will, frisch und gesund. Ja, ob der Mann wirklich an der Pest erkrankt war, wissen wir nicht. Und auch unser Autor sagt ja nichts darüber. Im Gegensatz zur Lungenpest konnte man zumindest die Beulenpest tatsächlich überleben, wenn der Erreger nicht in die Blutbahn gelangte, was dann der Fall war, wenn die Pestbeulen nach außen aufplatzten oder geöffnet wurden. Solche medizinischen Fragen spielen aber in der Interpretation des Pfarrers gar keine Rolle. Für ihn ist die Genesung des Schäfers ein wunderliches Werk Gottes. Allerdings bestand nach wie vor ein anderes Problem, denn unterdessen lag die Katharina oben auf dem Hause in einer Kammer im Bette unbegraben, welches das größte Übel war, denn man durchaus dieser Gefährlichkeit halber keine Totengräber bekommen konnte. Musste also dieser Körper in die 5 Tage in der größten Sommerhitze unbegraben liegen. Was das schon für üblen Geruch, so jetzt nahe bei der Pfarre und Kirche, wie auch Erschrecknis gab, ist leicht zu erraten, was zu tun. Also der tote Körper muss möglichst schnell bestattet werden. Problem? Weil niemand zu bekommen war, musste der arme, noch kranke Schäfer diese Leiche herunter und in den Sarg schaffen. Was es für ein Anblick soll gewesen und von der Wärme und Fliegen soll zugerichtet worden sein, kann der Mann nicht genug beschreiben. Hernach wurde sie von des Feldscherers als Totengräber beider Söhnen abends auf dem Schiebebocke auf dem Kirchhof all hier begraben. Also gehen wir das mal der Reihe nach durch. Das Problem der unbegrabenen Leichen war zu Pestzeiten immer ein virulentes. Man steckte dabei letztendlich auch in einem Dilemma zwischen Eigensinn und Gemeinsinn, denn freilich wollte man einerseits sich selbst nicht der Ansteckungsgefahr aussetzen, die vom toten Körper eines Pesttoten vermeintlich oder tatsächlich ausgegangen war. Andererseits wagen, so die zeitgenössische Überzeugung, die verwesenden Leichen immer ein Infektionsrisiko für alle. Das wird hier mit dem Hinweis auf den üblen Geruch nur angedeutet. Die Ausdünstungen von faulenden Körpern fielen unter jene Verunreinigung der Luft, die sogenannten Miasmen, von denen man glaubte, dass sie Krankheiten wie die Pest verursachten, weshalb obrigkeitliche Maßnahmen immer auf ein schleuniges Begräbnis innerhalb von maximal 3 Tagen aus waren. Und deshalb war die Verpflichtung, die vor allem Angehörige dazu haben sollten, auch Bestandteil zahlreicher Verordnungen. Aber auch hier waren Vertreter der Obrigkeit wieder für das Problem der tatsächlichen Umsetzbarkeit gestellt. Wenn die sich renitent geweigert haben, waren die möglichen Zwangsmaßnahmen sehr beschränkt. Also es wurden zwar hin und wieder hohe Strafen bis hin zur Lebensstrafe angedroht, aber man darf sich für neuzeitliche Obrigkeit nicht so vorstellen, dass denen nicht bewusst gewesen wäre, wenn sie jemanden hinrichten lassen, dass er dann erst recht niemanden mehr begraben kann. Im Kern, ja, das muss man immer wieder betonen, erfüllten solche Verordnungen ihre Wirkung bereits durch ihr reines Vorhandensein, mit dem die Obrigkeit präsent sein kann. Meistens wurde auch ein Weg gefunden, um die Leichen doch zu bestatten. Es gibt zwar Extremfälle wie jenen in Oberbobritsch, wo in 2 Häusern insgesamt 9 oder 10 Personen im Spätsommer 1632 gestorben waren und erst nach 20 Wochen, Ende Februar 1633, begraben wurden. Aber häufig konnte man doch einigermaßen zeitnah einen Pesttotengräber auftreiben, denn zumindest finanziell war diese Tätigkeit lukrativ. Und es war nicht unüblich, dass man dabei, wie hier, arbeitsteilig vorging, also dass die Angehörigen oder in diesem Fall der überlebende Hausvater die Leiche aus dem Haus gebracht und in den Sarg gelegt hat, während die Totengräber den Transport und das Begräbnis erledigen. Diese Pesttotengräber wären ein eigenes Thema. Wir sind in der Ausstellung in einem längeren Text darauf eingegangen, wie umfänglich ihr Aufgabenbereich war, der normalerweise bei Totengräbern, wie es der Name sagt, darin bestand, die Gräber auszuheben.
Da es aber häufig ein ausreichend toten Trägern fehlte, die die Leichen zum Begräbnisort zu transportieren hatten, mussten sie auch diese Aufgabe häufig übernehmen. Also die Totengräber waren zum einen nicht ausschließlich fürs Graben zuständig, andererseits aber auch nicht mehr nur für die Toten. Sie kümmerten sich nämlich auch um Kranke und verpflegten diese ebenso wie überlebende Kinder, deren Eltern an der Pest verstorben und die dadurch zu Waisen geworden waren. Aus Seifersdorf kennen wir einen solchen Fall von 1632, der allerdings tragisch endet. Mitte Juli war zunächst die älteste Stieftochter von Peter Weise gestorben, wie man vermutete, an der Pest. Wenige Tage später gebar seine Frau einen Sohn, der am Abend des 29. Juli im Garten seines Hauses getauft werden musste, weil bereits aufgrund dieses bloßen Pestverdachtes niemand hinein wollen gehen und das Kind zur Taufe tragen wollte. Kurz darauf war Peter Weise selbst tot, aber abends oder nachts vor großen Ängsten aus dem Haus gebrochen und in den Fuhrwagen heruntergefallen. Nachdem er am Morgen noch lebend aufgefunden wurde, verstarb er zwischen 8 und 9 Uhr und wurde am 4. August begraben. Wenige Tage zuvor oder danach muss auch seine Frau Martha gestorben sein, womöglich an den folgenden Geburt. Die beiden Söhne, der zweijährige Michael und der ebengeborene Kaspar, waren damit zu hilfsbedürftigen Waisen. Nun wäre die Aufgabe der Waisenfürsorge zu normalen Zeiten primär der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft zugekommen. Die Furcht davor, das Haus zu betreten und sich der vielleicht der ebenfalls infizierten Kinder anzunehmen, hielt die Seifersdorfer jedoch offenbar davon ab. Mithin wurde der Totengräber Christoph Lohse mit der Betreuung der beiden Kinder beauftragt. Es kam, wie es kommen musste. Lohse, der etliche Pesttote begraben hatte, erkrankte schließlich selbst an der Pest und wurde am 12. August bestattet. Es folgten ihm die beiden Söhne Peter Weises am darauffolgenden Tag bzw. 3 Tage später. Von Michael, dem zuletzt Gestorbenen, wird im Kirchenbuch über die Vernachlässigung seit dem Ableben seines Vaters berichtet. Er habe vor seinem Tod, Zitat, oft wohl in 2 Tagen kaum ein bisschen Brot und Trunk Wässers bekommen. Und ist gestorben, das ist niemandem gesehen. Der Schulmeister Christoph Walter klagt in einer Marginalglosse über diese elendigen Todesumstände. Die christliche Liebe erkaltet in vieler Herzen. Wir sehen hier, wie der Anfangsverdacht der Pest letzten Endes ein Gerücht, ja, die Wirkkraft besaß, eine Familie so zu isolieren, dass ansonsten übliche Mechanismen der Sozialfürsorge versagen. Die zeitgenössische Angst vor Ansteckung und Tod führte schließlich dazu, dass für die Betreuung und Versorgung nur noch der Pesttotengräber zur Verfügung stand, was am Ende die Kinder, die möglicherweise er selbst angesteckt hatte, für diese Kinder eben ein höheres Risiko als alles andere bedeutet hatte und schließlich tödlich endet. Der Fall belegt also, wie eine Dorfgemeinschaft letzten Endes von einem Pesttotengräber abhängig war, um die Menschen vom Kontakt mit potenziell Infizierten zu entlasten. Sie pflegten Kranke und erledigten die Beseitigung der Leichen zweckmäßig und rational. Allerdings wurden sie dadurch auch zum personifizierten schlechten Gewissen der Dorfbevölkerung, denn sie vergegenwärtigten den Menschen ungewollt deren eigene Begrenztheit und Schwäche und waren deshalb nicht immer und überall geachtet, die Pesttotengräber. Und daher rührten auch weitere Stereotype. Da die Totengräber die einzigen waren, die von der Pest betroffenen Häuser noch betreten durften, um das möglicherweise infizierte Inventar zu verbrennen und die Häuser auszuräuchern, wurde ihnen fortwährend unterstellt, sie würden wertvolle Gegenstände daraus an sich nehmen, um sie später damit zu bereichern. Dieser diebische Totengräber findet sich auch im Bericht unseres Pretschendorfer Pfarrers. Adam erzählt von der Mühle im eingepfarrten Friedersdorf, aus der der Müller, Michael Müller, mit allen den Seinigen zusammen 8 Personen gestorben seien. Im Anschluss daran sei die Mühle so bestohlen worden, dass sie die Bänder von den Türen geschlagen. Der alte Feldscherer George Günther als Gestalter Totengräber hat den Dieben helfen Vorschub tun, in dem sonst niemand sich hineingewagt. Er wurde dann erstmal wegen des Diebstahlsverdachtes in Haft genommen, wo er Anfang 1681 auch noch saß. Im Januar kam es jedoch bei George Lohse in Friedersdorf wieder zu einem Pestausbruch. Die ersten verstorbenen Kinder konnte Lohse noch selbst begraben. Schließlich am 25. März starb er aber selbst, seine Frau 2 Tage später. Tja, und Zitat, weil niemand gewesen so diese Personen begraben wollen,
hat man den Feldscherer aus seiner Verwahrung loslassen und ihm sein Geld, so man von ihm genommen, wiedergeben müssen und sind beide den 28. März nebeneinander auf seinem Gute begraben worden. Also man hatte keine andere Wahl, als den Mann freizulassen und ihm sein eingezogenes Vermögen zurückzugeben, damit er sich dazu bereit erklärt, noch einmal seines Amtes zu walten. Das zeigt ganz deutlich, wie sehr die Gemeinde auf ihn angewiesen war und was man für seine Dienste hinzunehmen bereit war. Konnte so ein Mann wirklich ein Außenseiter sein, wie die historische Forschung den Pesttotengräber grundsätzlich gesehen hat? Nun, dieses Bild würde ich zumindest nicht grundsätzlich so aufrechterhalten wollen. Möglicherweise war es sogar eher die obrigkeitliche Perspektive, denn zumindest wenn der Totengräber aus dem eigenen Umfeld kam, musste die Dorfgemeinde ihn nicht zwangsläufig meiden, nachdem er dieses Amt angenommen hatte. So war es nämlich auch in diesem Fall. Am 10. April wurden gar die Einwohner von Röthenbach von der Kirche ausgeschlossen, Zitat, weil sie den Totengräber etliche Tage beherbergt, auch mit ihm unziemlicherweise gesoffen, gespielt etc. Wobei absonderlich der Richter Gottfried Richter, ein rechter Priesterfeind, der es anderen verbieten soll, auch gewesen. Also im Kirchspiel Brettschendorf, wo der Müller noch Müller heißt und der Richter noch Richter, da war von einer Ausgrenzung des Pesttotengräbers nichts zu spüren. Im Gegenteil, er wurde gleichsam in eine dörfliche Subkultur des Trinkens und Spielens integriert, der mit dem Dorfrichter sogar derjenige angehörte, der an der Spitze der Dorfverwaltung stand und der nach den Erwartungen des Pfarrers diesem Treiben eigentlich hätte Einhalt gebieten und sich nicht noch selbst daran beteiligen sollen. Bemerkenswert an diesen Friedersdorfer Pestfällen von 1681 ist aber noch etwas anderes, nämlich die Bestattung der Leichen auf Georg Lunzens eigenen Gut. Bei der Pest 1680, 81, 82 in manchen Orten wurden die Leichen trotz aller Widrigkeiten mehrheitlich auf dem Kirchhof beigesetzt, wenn auch manchmal zur Sicherheit an einer etwas abgelegenen Stelle. In Herzogswalde war das hinter der Sakristei, die sehen wir hier, und hier von der anderen Seite der Eingang mit dem Hauptweg im Hintergrund, dürfte sich schon im 17. Jahrhundert dort befunden haben, sodass der Bereich hinter der Sakristei nicht im üblichen Bewegungsradius lag. Hier begrub am 5. Dezember 1682 die Witwe Anna Barbara Daxel nach dem Tod ihres Ehemannes eigenhändig ihre vierjährige, in der Pest verstorbene Tochter Anna Maria. Zuvor, das muss man auch sagen, hatte sie allerdings bereits ihren Neffen, einen recht erfolglosen Pesttotengräber namens Michael Jenichen, der es vor seinem Tod lediglich auf eine Bestattung bringen konnte, im eigenen Garten begraben. Bei der Pest während des 30-jährigen Krieges von 1632 bis 1634 waren diese Begräbnisse durch die Hinterbliebenen auf dem eigenen Gut bald zur Regel geworden. Schon aufgrund der schieren Menge der Todesfälle, für die es an Totengräbern bzw. Totenträgern fehlte. Auch die Kriegsläufe selbst trugen dazu bei, wie in Burlas, wo Ende 1632 insgesamt 10 Personen statt auf dem Hökendorfer Kirchhof, Zitat, daheime begraben wurden, weil wegen des Feindes dieselben niemand hierher hat herübertragen dürfen. In der Ausstellung haben wir Ihnen eine Seite aus dem Kirchenbuch von Liebenau aufschlagen können, was mich wirklich sehr gefreut hat. Ein Danke nochmal an das Pfarramt in Geising, weil darin das Sterben ganz real sichtbar wird. Und ich zeige es Ihnen hier nochmal mit den Eintragungen ins Sterberegister vom 26. April bis 12. Juni 1633. Für das ganze Jahr sind über 230 Tote dokumentiert, wo normalerweise 20, allenfalls 30 Menschen starben. Deshalb konnte man die Toten bald nicht mehr auf dem Kirchhof beisetzen, sondern musste, wie hier zu sehen, auf den eigenen Gütern begraben. Wir lesen hier etwa neben sein Hause, hinter die Scheune, bei der Scheune, im Garten, hinters Haus, auf seinem Garten. Um den Kontakt mit dem vielleicht infizierten Leichnam auf ein Minimum zu beschränken, wurde aber auch auf andere zentrale Elemente eines christlichen Begräbnisses wie den Trauerzug und die Leichenpredigt verzichtet. Was das für die Sorge der Menschen um ihr Seelenheil und damit eine in der frühneuzeitlichen Gesellschaft ganz real empfundene Angst bedeutete, kann oftmals nur vermutet werden. Diese Angst dürfte die Menschen für Jahre, vielleicht für Jahrzehnte geprägt haben. Neben den Opferzahlen an sich macht sie diese Pestwelle zu einer der einschneidendsten Zäsuren der frühen Neuzeit überhaupt. Wie einschneidend sie war, möchte ich kurz einmal am Beispiel des Kirchspiels Salisdorf zeigen, aus dem wir für dasselbe Jahr eine Aufstellung der Verstorbenen nach Todesart überliefert haben,
Also neben dem natürlichen Tod, die Tötung durch die kaiserlichen Soldaten und eben die Pest, soweit man das natürlich zeitgenössisch unterscheiden konnte. Und zwar nach den drei dorthin eingepfarrten Landgemeinden, im Salzdorf selbst, waren das Oberkarsdorf und Naundorf aufgegliedert. Viele Aussagen lassen sich anhand dieser Zahl natürlich nicht treffen, dass sich die Anzahl der Todesfälle nach den Gemeinden unterscheidet, bedarf angesichts ihrer unterschiedlichen Größe keiner weiteren Erklärung. Sichtbar wird aber vor allem bereits die Rolle der Pest als dominierender Todesart. Sie zeichnet für insgesamt eigentlich 2/3 der Todesfälle verantwortlich. Nun kann man sich überlegen, was kann man methodisch aus diesen Zahlen vielleicht noch rausholen. Und eine Möglichkeit besteht darin, den Anteil der jeweiligen Todesarten an der jeweiligen Gesamtzahl der Todesfälle in den einzelnen Gemeinden zu bestimmen und zu vergleichen. Der Anteil der durch die kaiserlichen Soldaten zu Tode gekommenen hält sich überall mit etwa 8,5% bemerkenswert statistisch die Waage. Noch auffälliger ist aber die Abweichung beim Anteil der Pesttoten. In der größten Gemeinde Salzdorf beträgt dieser 62%. Hier waren in absoluten Zahlen insgesamt 3,5-mal so viele Menschen gestorben wie in der kleinsten Naundorf, wo die Pestmortalität aber mit 79% um über ein Viertel höher war. Der Umstand, dass Oberkarsdorf hinsichtlich dieses Wertes wie auch seiner Größe dazwischen liegt, deutet eine Tendenz an. Je kleiner die Gesamtzahl der Toten, umso größer der Anteil der Pestopfer daran. Frei ist die Grundgesamtheit mit 296 Todesfällen recht gering und der Umstand, dass es sich nur um eine einzige Pfarrgemeinde handelt, lässt Generalisierung kaum zu. Es ist aber dennoch leicht vorstellbar, dass in einem kleinen Dorf die Interaktion zwischen allen Gemeindemitgliedern auch angesichts einer geringen Anzahl von Familien intensiver gewesen ist als in einer größeren Landgemeinde, wo zwischen bestimmten Personen bzw. Gruppen möglicherweise kaum Sozialkontakt bestand. Für die Ausbreitung der Pest hieße das als mögliche Faustformel, sehr vorsichtig natürlich, aber je kleiner ein Ort, umso höher ist die Übertragungswahrscheinlichkeit. Die heftigsten Pestjahre des 17. Jahrhunderts in Sachsen und auch im Osterzgebirge waren also unbestritten diejenigen von 1632 bis 1634. Davor und danach gab es auch immer wieder regionale bzw. lokale Auftritte wie 1626 oder 1640. Allerdings zeigt sich eine erstaunliche Pestlücke in den 1640er bis 70er Jahren. In Siebenlehen trat Ende Juni 1680 bei den relativ plötzlichen Todesfällen der Ehefrau des Bürgermeisters, der hieß übrigens Paul Lauenstein, und der Witwe eines Jakob Löwe einen Pestverdacht auf, den man aber mit Hilfe eines erprobten Fachmannes zerstreuen konnte. So, Zitat, hätte man an keiner von den Leichen etwas merken können, also zumal sie vom Totengräber, der anno 34 eine große Pest mit ausgestanden und mehr als 1000 Leichen zu daran verstorben begraben helfen, genau besichtigt wurden. Dass also allen Umständen nach sie nicht an einiger Infektion, sondern aus anderen Ursachen verstorben. Das Erfahrungswissen spielte also eine wichtige Rolle, aber es war nach fast einem halben Jahrhundert natürlich kaum noch jemand greifbar, der die letzte schwere Pest persönlich miterlebt hat und an dessen Erfahrung man sich hätte orientieren können. Auch der Pretschendorfer Pfarrer Adam stellt fest, Zitat, die große Furcht kam daher, dass seit der anno 1632, 33 von einiger Pest nichts war gehört. So war 1680 die Pest der 1630er Jahre im kommunikativen Gedächtnis durchaus noch präsent. Sie war ganz offenbar ein einsteigendes Momentum, das auch zwei Generationen später noch reaktiviert wurde. Aber wie einschneidend war es eigentlich in Lauenstein? Nun, bei dieser Suche verliert sich unser Spur. Wie eingangs erwähnt, findet sich hierzu keine urkirchliche Überlieferung und das Lauensteiner Kirchenbuch war bereits beim Stadtbrand 1643 in Flammen aufgegangen. Die Lauensteiner Chronik von Friedrich August Brandner aus dem Jahr 1845 gibt zwar an, dass die Pest in den Jahren 1633 und 34 arg wütete und manches Opfer forderte. Doch der Autor gibt keinerlei Quellen noch Zahlen. Und auch beispielsweise von Fürstenau und Fürstenwalde haben wir überhaupt keine Bücher. Genaue Daten können wir also nicht nennen, aber es gibt noch eine Möglichkeit, um wenigstens einen ungefähren Eindruck für den Bereich der Grundherrschaft Lauenstein zu bekommen. Und dafür brauchen wir nun die eingangs erwähnten Tiere. Die verschiedenen jährlichen Naturalabgaben
welche von den Besitzern der zinspflichtigen Güter zu errichten waren, wurden im sogenannten Erbzinsregister festgehalten. Und das waren, wie hier zu sehen, Hühner und Gänse, aber auch Eier. Überliefert ist uns dieses Register, das 1634 begonnen wurde, also uns die Situation unmittelbar nach dem Ende der Pestwelle der beiden Jahre zuvor überbringt. Mutmaßlich wurden die Namen der Gutspächter aus einem vorangegangenen Buch abgeschrieben, das allerdings nicht mehr vorhanden ist. Und hiernach wurde eine Bestandsaufnahme gemacht und dabei wurde hinter jenen Gütern, die verödet waren, das Wort Wüste notiert. Wenn man diese Angaben auszählt, weil man beachten muss, welche Güter mehrfach auftauchten, weil sie zum Beispiel mit Hühnern und mit Eiern zinspflichtig waren, das muss man rausrechnen, das ist hier nicht immer ganz eindeutig, weil es manche Namen mehrfach gab und viele Zinsschulden auch mehrere Güter gebracht hatten. Aber wenn man das einigermaßen vernünftig ausrechnet, kommen dabei diese Daten nach den einzelnen Orten spezifiziert heraus. Es geht also nicht um den Anteil der Bevölkerung, der an der Pest verstorben war, der dürfte deutlich höher liegen, sondern um den Anteil der Wüstengüter. Alles, was hier unter, sagen wir mal, 10 Gütern insgesamt liegt, ist nicht wirklich repräsentativ. Also in Lauenstein als Stadt gab es nicht viele Güter. In Walddörfchen waren 2 der Grundherrschaft abgabepflichtig und die waren nun beide betroffen. Aber wenn wir uns die Summe anschauen, die einigermaßen repräsentativ sein sollte, dann ergibt sich, dass ein Fünftel der Güter wüst war. Und zwar, ich sage es nochmal, wirklich komplett verödet. Also ausgestorben. Das heißt, der komplette Hausstand, die gesamte Familie war nicht mehr am Leben, das Haus stand leer. Das kann natürlich auch in einigen Fällen kriegsbedingt gewesen sein. Pest und Krieg gingen in ihren Auswirkungen ja ohnehin zusammen. Aber dennoch ist diese Zahl von Häusern, in denen es nicht einen einzigen Überlebenden gab, schon alles andere als gering. Obwohl man zur Einordnung sagen muss, dass es auch Unbegabte, die dieser Anteil jenseits der 50% lag. Und wir sehen auch, dass es einzelne Orte in der Lauensteiner Grundherrschaft gab, die zu über einem Viertel, wie Birnersdorf, oder fast einem Drittel, wie Löwenheim, ausgestorben waren. Und über Liebenau haben wir ja eben schon was gehört. Diese wüsten Güter wurden dann in den folgenden Jahren in vielen Fällen aufgekauft, häufig von Exulanten. Den Topos, dass die Zahlen ins Unermessliche stiegen, finden wir auch als Ersatz für jegliche Eintragungen im Altenberger Kirchenbuch. Zitat, also im Jahre 1633, ist die heftige Schwindelpest bei dieser Gemeinde vorgegangen, dadurch über 700 Personen hinweggenommen wurden, die man durch Inquisition, also durch Befragung, der Viertelsmeister hat erforschen können. Denn sonst wäre der Seuch und Gefahr nicht möglich gewesen, richtige Registratoren über alles zu halten. Also man war logistisch gar nicht mehr in der Lage, das alles zu erfassen. Und weiter heißt es, Gott hat Ursache gehabt zu strafen, er leite aller Menschen Herzen zu ernster Buße, auf dass er auch wieder an seine Barmherzigkeit gedenken könne. Der Altenberger Pfarrer Wangheim bezeugt hier die Vorstellung, dass die Pest eine Strafe Gottes sei, die dieser aufgrund des sittlichen Verfalls über die Menschheit hat kommen lassen. Diese sinnstiftende Erklärung hatte auch etwas Gutes, wenn man so will, denn danach hatten die Menschen es selbst in der Hand, durch Gebet und Frömmigkeit die Seuche wieder abzuwenden. Deshalb war es wichtig, die liturgische Versorgung aufrechtzuerhalten. Während des Dreißigjährigen Krieges war das jedoch nicht immer möglich. In Hökendorf fielen die Gottesdienste, Zitat, wegen der täglichen grausamen Tyrannei der kaiserischen Soldaten sowie der darauf erfolgten Seuche und Pest zwischen dem 30. August und dem 9. Dezember, dem zweiten Adventssonntag, insgesamt 14,5 Wochen lang aus. Also das war länger als ein Vierteljahr. 1680 war das glücklicherweise anders. Zwar wurde hier für von der Pest betroffene Gemeinden meist ein obrigkeitliches Verbot des Kirchenbesuchers ausgesprochen, aber es bot sich die Möglichkeit zum berühmten Gottesdienst unter freiem Himmel. Davon berichtet auch unser Pfarrerchronist aus Pretschendorf, wo die eingepfarrten Dörfer Röntenbach und Friedersdorf von diesem Verbot zwar erstlich befremdet waren, sie es allerdings schließlich hingenommen haben, als er von Anfang September an ihnen auf dem Felde am Wege bei den Gemeinholze gepredigt hatte. Dort hatte er auch getrauet und getauft, item, also ebenfalls unterschiedliche Personen, so aus Sterbehäusern gekommen, auch es wohl am Halse gehabt, auf dem Felde kommuniziert.
die dann nach wenigen Tagen verstorben sind, die aber eben, was ganz wichtig war, vor dem Tod noch das heilige Abendmahl empfangen konnten. Er selbst habe sich dabei im geringsten nicht gefürchtet, welches viele Leute gewundert, auch meine Herren Bikini, also meine Nachbarn, selbst gestanden, sie kaum das tun könnten, was ich getan. Man ist ja Bescheid. Erst an Weihnachten begann sukzessive die Reintegration zunächst der gesund gebliebenen, die sich auch noch auf die Empore absondern mussten. Bald nach dem neuen Jahr hatte sich dann aber wieder Normalität eingestellt. Wenn auch, wie wir vorhin gehört haben, nicht allzu lange. Aber was wurde einem Christen zu Pestzeiten gepredigt? Wie sah die Unterweisung im Gottesdienst aus? Was sollten die Menschen während der Sterbensläufte tun, um die Pestgefahr abzuwenden? Das können wir von einem Amtskollegen unseres Pretschendorfer Pfarrers erfahren. Adam Wenzel wurde 1634 geboren. Sein Vater Georg Wenzel war zu dieser Zeit Pfarrer in Groß-Olbersdorf, musste aber vor den kaiserlichen Soldaten nach Freiberg fliehen und auf dem Wege dorthin kam in Oberschöner Abraham zur Welt. Georg Wenzel wurde bereits Anfang des nächsten Jahres auf die Pfarrstelle in Lauenstein berufen, die er bis zu seinem Tod 1650 innehatte. Sein Sohn Abraham ist also hier aufgewachsen. Nach dem Besuch der Kreuzschule und der Wittenberger Universität wurde er 1660 aufgrund seiner Beziehung zur Lauensteiner Herrschaft Pfarrer in Geising und blieb dort 20 Jahre lang bis 1680, Anfang Oktober, die Stelle in Maxen durch den Tod des Pfarrers in der Pest vakant wurde, auf die er schließlich berufen wurde. Am 21. November hatte er dort seine Probepredigt gehalten, die anschließend auch anderen gottseligen Herzen zur Unterricht zum öffentlichen Druck gegeben wurde. Und dieser Sermon trug den Titel »Die rechten, besten und allerbewährtesten Mittel wider die Pestilenz und andere Not- und Todesgefahr«. Wenn ich jetzt einen geschichtswissenschaftlichen Fachvortrag halten würde, würde ich Sie jetzt noch mit grundsätzlichen Bemerkungen zur Textsorte der Predigtdrucke ermüden. Das lassen wir aber heute Abend zu fortgeschrittener Stunde und hören uns stattdessen an, was der Sohn Ihrer Stadt damals zur Pest zu sagen hat. Wenzel predigt also zunächst über die Allgegenwärtigkeit des Todes und vor allem des plötzlichen Todes. Hilfe in dieser Lage bietet allein Gott. Zitat: Wenn wir uns selbst auf das Genaueste durchsuchen, so können wir bei und in uns keine Hilfe finden. Zwar die leiblichen Ärzte bereiten vielerlei Sachen wider die Pestilenz und andere Krankheiten, allein das alles vermag nichts, wenn Gott sein Gedeihen dazu nicht gibet. Da ist unser Schade verzweifelt, böse und unheilbar. Der Zorn und Grimm Gottes sind auch für Wenzel die eigentliche Wurzel der Seuche. Und um wieder Gottes Hilfe zu erlangen, gelte es, ihn anzurufen, und zwar erstens bußfertig, zweitens gläubig und drittens demütig und geduldig. Hiernach wurde in der Predigt während des Gottesdienstes das Lutherlied »Gott, der Vater, wohnt uns bei und lass uns nicht verderben«, »Mach uns aller Sünden frei und helf uns selig sterben« gesungen. Und dieser gemeinsame Gesang ist meiner Meinung nach nicht nur Beiwerk, sondern das einmütige Singen eines derart affektiv aufgeladenen Liedes, in dem immer wieder das Uns betont wird, diente durchaus der Konsolidierung und Bekräftigung einer gerade in Krisenzeiten fragil gewordenen Gemeinschaft. Es folgte sodann ein Auszug aus Matthäus 9, das ist das Kapitel, in dem Jesus heilt, unter anderem die Blinden und die Stummen. Das ist jetzt nicht so relevant. Hiernach aber kommt er zu den im Titel prominenten Mitteln wider die Pestilenz, nämlich genau vieren an der Zahl, die dann näher ausgeführt und allesamt natürlich von Wenzel mit reichlich zum Teil historischen, vor allem aber biblischen Beispielen angereichert und belegt werden, vor allem aus dem zuvor angeführten Matthäus-Kapitel. Also erstens, dass man zu Christus sich einnimmt und fleißig wende. Und zwar allein an Christus, beziehungsweise allein an Gott. Denn viele würden stattdessen beispielsweise die heiligen Ärzte anrufen. Und zwar, also das ist natürlich keine sakrale Musikgruppe, sondern das sind antike Heilkundige, die in der katholischen Kirche als Heilige verehrt werden. Oder genauso schlimm, sie würden mit Zauberei versuchen, die Pest zu vertreiben. Auch äußert sich Wenzel, wie schon eingangs, skeptisch gegenüber den Ärzten, die die Ursache der Pest in natürlichen Dingen suchen, denn sie schließen den lieben Gott aus, als ob derselbe hierbei gar nichts zu tun hätte. In Wahrheit könne aber nur er, von dem die Pest herrühre,
dieselbe wieder wegnehmen. Deshalb sollen sich die Menschen an Christus wenden, indem sie einen liebreichen Helfer haben. Zweitens, dass man andächtig bete. Zitat, denn Gott befiehlt das Beten und verheißet die Erhörung. Und zwar soll nicht einfach jeder nur für sich selbst beten, sondern einer für alle und alle für einen. Also die Priester für ihre Kirchkinder und Kirchkinder und Untertanen für ihre Lehrer, also damit sind die Priester gemeint, und Obrigkeiten. Man solle dabei auch nicht verzweifeln, wenn Gott trotz des inständigen Gebetes nicht gleich hilft, denn schließlich, wie lange haben wir ihn oft auf uns warten lassen? Drittens, dass man rechten Glauben habe und gebrauche. Denn ohne Glauben ist unmöglich Gott gefallen. Gerade auch, weil der Teufel sonderlich zur Pestzeit darauf trachtet, wie er solchen Glauben in uns zerrütten kann, solle man darauf denken, wie wir solchen Glauben und Vertrauen fest und steif setzen will. Der Glaube sei zu richten auf Christi Willfertigkeit, Freundlichkeit, Kraft und Allmacht. Zitat, was weder Kraut noch Pflaster heilet, das heilet sein Wort, denn er hat Gewalt beide über Leben und über Tod. Viertens schließlich, dass man Gott für seine Wohltaten herzlich danke. Denn, Zitat, Gott hat uns in abgewichenen Zeiten sehr viel Gutes erwiesen. Nämlich unter anderem, Zitat, unsere Leiber, die mir hier sein, vor Pest und Tod behütet. Das ist natürlich eine sehr positive Sichtweise, denn Wenzel sagt damit, naja, wir dürfen ja nicht nur drauf schauen, wer alles so gestorben ist, sondern wir müssen auch sehen, liebe anwesende Gemeinde, dass ihr ja alle gesund und von der Pest verschont seid. Also meine Damen und Herren, danken Sie Gott dafür, dass Sie heute Abend hier sein können. Ich bin auch gleich im Ende der Predigt. Denn das waren die rechten Mittel, wieder die Pest euch nun, Zitat, lieben Zuhörer und mir, wird obliegen, selbe fleißig zu merken und anzunehmen. Aber bevor Sie das tun, noch eine letzte Bemerkung. Wir dürfen, wenn wir einen solchen hermetischen Text gehört haben, dennoch nicht davon ausgehen, dass die Menschen einzig und allein ihr Heil in Gott und im Gebet gesucht haben. Es gab schlechterdings nicht die eine Maßnahme gegen die Pest. Vielmehr müssen wir uns die Pestbekämpfung als arbeitsteiliges Unterfangen vorstellen. Der Pfarrer hatte die Gemeinde mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, zur Bußfertigkeit zu bringen, damit Gott wieder Barmherzigkeit gibt. Aber ebenso und anders als man es bei einem positivistischen Verständnis dieses Predigttextes gleich schlussfolgern könnte, nahmen die Physiki, also die Ärzte, am Ende des 17. Jahrhunderts bereits eine wichtige Rolle und eine anerkannte Rolle bei der Behandlung und Prävention ein, die in der Folge weiter anwuchs, auf die zahlreichen Pestschriften dieser Jahre und die auch aus moderner Sicht teilweise nicht unplausiblen Hausmittel bin ich hier überhaupt nicht eingegangen. In der Ausstellung sind wir das. Auch die obrigkeitlichen Verordnungen und ihre Umsetzung spielten, wie ich eingangs ja geschildert habe, eine zunehmende Rolle bei der Pestbekämpfung. Und sie waren auch zunehmend erfolgreich, wie der Ausblick aufs 18. Jahrhundert zeigt. Und damit auf nicht weniger als das Ende der Pest in Europa. Und schließlich war es an jedem Einzelnen, sich in dieser Situation angemessen zu verhalten. Man nennt das auch Verantwortung und die endete nicht im 18. Jahrhundert. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.